Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Jane Simbert 4, der Danny spielt das. Und damit gleichzeitig zur Einführung eines neuen Fahrzeug-DLCs, was morgen, den 25.07.2024, erscheinen wird. Und ich habe für euch den First Look gemacht und ja, würde sagen, das machen wir jetzt auch. Und zwar machen wir hier heute die Class 158 Einführung. ScotRail, ihr wisst ja, die ist oder kommt von Skyhook Games und wird wie gesagt morgen, den 25.07.2024, veröffentlicht, wie immer so zwischen 17 und 19 Uhr. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Training und kümmern uns dann gleich noch um einen der 6 mitgelieferten Szenarien, würde ich sagen. Genau. Wunderbar, da steht sie. Willkommen zum heutigen Übungstraining für den Class 158 Express Sprinter. Fangen wir an. Ja, mein Fahrzeug, ihr seht es, das ist mein PKW, mit dem bin ich hier angekommen. Und dann gehen wir jetzt mal zu unserem Zug, würde ich sagen. Ich muss erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Wahrscheinlich da hinten irgendwie hoch oder komme ich da hoch? Nee. Wahrscheinlich doch da hinten wird wohl die Treppe sein. Ist gut was los, also schon zumindest viele Fahrräder. 4 Stück an der Zahl und ein paar Autos. Also mein Auto ist das größte, steht da hinten, aber darum soll es gar nicht gehen. Oh, schickes Dixie-Klo. Aber naja, lassen wir das. Dann gehen wir hier mal hoch, würde ich sagen. Dann gehen wir hier rein. Genau. Wunderbar. Schließen wieder die Türe. Und da ist unser Sitz. Gut. Gut, das Wichtigste zuerst. Überprüfen Sie, ob die Sicherungen alle richtig eingestellt sind. Das machen wir. Und zwar da oben. Stellen Sie den Isolationsschalter auf Normal. Zack. Stecken Sie den Schlüssel ein und stellen Sie ihn auf Neutral. Ach so, das ist eines also neutral. Stellen Sie durch den Schalter auf Neutral. Bestätigen Sie den ABS-Alarm, Lesen haben Sie wir das gerade Fahrzeug vor. gemacht. Wenn es defekt ist, müssen wir dieses Wagenpaar abriegeln und eine andere Garnitur finden. Funktioniert, würde ich sagen. So. Stellen Sie sicher, dass Sie Scheibenwischer haben. Funktioniert. Wir wollen diese Einheit starten. Überprüfen Sie Ihre Bremsen. Stufe 1. Stellen Sie die automatische Bremse auf 1. Die ist wo? Achso, die ist. Ach, Vollbremsung. Fahren wir nun zum ersten Bahnsteig und üben das Halten an Bahnhöfen. Auch nicht. Kann ja eigentlich. Stellen Sie Licht auf Tag-Zugspitzensignale. Ja, habe ich doch gemacht. Day-Headlight. Ah. So. Den soll man natürlich auch vorwärts stellen. Alles andere macht ja keinen Sinn. So. Dann Bremse lösen. Driver Reminder. Ach, den soll man auch. Das ist der. Ah, aus. Okay. Bremse lösen. Und auf geht's. Wunderbar. Es ist also die Class 158 von Skyhook Games für die Strecke ScotRail, beziehungsweise die ScotRail-Version ist das, sagen wir mal lieber so. Genau, X-ScotRail, da seht ihr es. Nun auf Stufe 7. Wunderbar. Mal ein Foto von. So. Ach. Und da wollen wir ein bisschen Farbe da drin haben. So. Das sieht doch richtig schön aus. Wunderbar. Wunderschön.
Richtig nice. So. So, wir sollen 30 mpa 48 km/h erreichen. Das haben wir geschafft. Zurück auf Aus. Das machen wir. Achso, wir sollen ausrollen. Ja, Sonja, hier im Training machen wir das eben nicht. Anhalten soll ich hier nicht, ne? Ne, macht ja keinen Sinn. So, dann werden wir hier anhalten. Stufe 1 hätte jetzt, glaube ich, nicht gereicht für den Bahnsteig. Ich weiß es aber auch nicht. Wie gesagt, dann machen wir gleich noch eins der 6 mitgelieferten Szenarien, würde ich sagen. Ich würde auch da direkt mal einen Eindruck bekommen, wie die Szenarien so sind. Was das für Szenarien sind. Sehr schön. Entriegeln Sie als nächstes die Türen, indem Sie zum Türbedienpult gehen. Wir sollen die auf volle Leistung stellen. So. Den sollen wir auf neutral machen. Gehen Sie zuvor und öffnen Sie das angezeigte Bedienpult. Soll das echt an so einem Bedienpult hier machen? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber tatsächlich, es ist Tatsache so. So, und da unten können wir die Tür Zuerst nicht. müssen Sie den Türsteuerungsschlüssel einstecken und dann die entsprechende Öffnungstaste drücken. Aha, okay. Natürlich öffnen wir links die, geben wir links die Türen frei. So. Noch mal kurz aussteigen, würde ich sagen. Schauen uns den Zug mal so ein bisschen von außen an. Das ist also die Class 158 von Skyhook Games. ScotRail. Schöner kleiner Dieseltriebwagen. So, sollen wir wieder einsteigen, Türen schließen. Das machen wir natürlich. So, müssen wir natürlich hier unten. Den müssen wir auf Ausstellen. Zack. Dann wahrscheinlich die Dings wieder schließen. Zack. Dann sollen wir wieder vorgehen zu unserem Sitz. Nächster Bahnsteig. Gut, Bremse lösen. Und los geht's. Ach, ja, sicher. Den muss man ja auch auf vorwärts wieder stellen. Das war zu viel. Zack. So, los geht's. Finde ich persönlich ein bisschen kompliziert. Ist das eigentlich in England wirklich so, dass man die Bremse auf volle Leistung bzw. Vollbremsung stellt und den Hauptschalter, ach, den Hauptschalter sage ich schon, den Richtungsfahrschalter auf neutral stellt? Weiß ich nicht. Ich kenne das nicht. Also, wenn das normal ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wunderschön.
Wunderschön. So, mal ein bisschen Leistung wegnehmen hier. Wir sind nämlich jetzt gleich da. Also die ist schon, die bremst eigentlich genauso gut wie die andere Class, die ich euch schon vorgestellt habe im letzten Vorstellungsvideo. Da ist ein Wimpfer schon. Da haben wir es aber leicht verbremst jetzt. Eieieiei. Ah, die müssen wir jetzt wieder. Ja, die sind entriegelt. Ah, sehr gut. Ich dachte, da müssen wir jetzt wieder zu diesem Schrank. Aber anscheinend ist das jetzt so schon gemacht worden. Steht auch wieder ein Dixi-Klo. Ich weiß ja nicht. So, ich denke, das dürfte das Training dann gewesen sein. Ist meistens ja zwei Fahrten: einmal mit Anleitung, einmal ohne. Schließen wir noch die Türen und dann war es das hier mit Sicherheit. Wollte gerade sagen, wenn dann bitte alle Türen. Guter Halt. Führen Sie noch ein paar mehr davon durch und Sie sind in kürzester Zeit auf der Hauptstrecke. Ja. So, das war's soweit mit der Einführung. Wie gesagt, wir kümmern uns dann jetzt noch um eins der sechs mitgelieferten Szenarien mit diesem Zug. Ja, würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder.